Herzlich willkommen, meine Freunde. Hier sind es wieder, Yannick und Falk und Falk und Yannick und Falk. Yannick! Wir sind's! Herzlich! Freunde! Herzliches Hallo! Oh, von dir auch. Zurück auf ganz, unserem Kanal. Ganz warm und warmherziges Hallo. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir starten heute mit einem motivierten 2 gegen 2. Oh ja. Competitive, ihr wisst Bescheid, Leute. Und. Ja. Mit Thema. Heute mit Thema. Ne? Ohne Unterhose, aber mit Thema. Ja, keep your circle close to small oder sowas, ne? Ja, also durch. Heute soll es darum gehen, um dein persönliches Umfeld. Um die Angabe. Genau, um dein Umfeld. Ja. Also, was meinen wir damit? Freunde, Familie, Bekannte, Arbeitskollegen und so weiter. Du bestimmst, mit wem du Zeit verbringst. Und wenn du jetzt sagst, aber auf der Arbeit, ich muss doch auf die Arbeit gehen. Und da muss ich doch mit den Leuten zusammen. Ja, nicht ganz falsch. Aber du kannst ja auch deinen Job wechseln. Ja. Oder du kannst die Abteilung wechseln. Oder ja. Du kannst dies oder du kannst das. Also du kannst viele Dinge tun, um das zu verändern. Deswegen, wenn du jetzt sagst, nee, das kann ich nicht, das stimmt nicht. Oder du könntest auch zu anderen ins Büro gehen. Aber mit neuen Leuten sprechen. Genau. Oder zumindest du kannst in Teilbereichen auf jeden Fall dein Umfeld ändern, wenn du es in anderen Bereichen meinst, nicht hinzubekommen oder nicht machen zu können. Genau. Da ist auf jeden Fall immer was möglich. Denn Schlüsselsatz dieser Folge. Du bist immer der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja. Das hast du vielleicht schon ein paar Mal gehört oder gelesen, wenn du dich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hast. Nichtsdestotrotz. Ja. Lohnt es sich immer wieder. Das zu wiederholen und auch wieder in den Kopf zu rufen, richtig. Weil das einfach so wichtig ist und man selber es auch sehr gut beobachten kann, wie es sich auf einen auswirkt, wenn man einfach mal das Umfeld wechselt oder wieder in seine alten Freundeskreise geht oder so. Richtig. Und bei mir war das so, bei mir war es tatsächlich so, dass sich mein Umfeld, also quasi beziehungsweise die Leute, nee, auch Umfeld. Aber die Leute, mit denen ich am meisten mache, die haben sich auch geändert, nachdem ich mich geändert habe, automatisch. Das heißt nicht, dass ich jetzt meine alten Freunde nicht mehr habe, aber mit denen mache ich halt einfach weniger. Hab die natürlich trotzdem immer noch genauso gern und wir haben noch genauso gutes Verhältnis. Nur, ja, ich bin jetzt mit anderen Leuten umgeben, die besser zu meiner aktuellen Lebenssituation passen. Und von denen sehe ich auch gerne den Durchschnitt wäre, beziehungsweise mit denen ich mich halt gerne umgebe und damit bin ich jetzt echt froh. Und das ging. Das ist natürlich kein Prozess gewesen jetzt von einem, nicht mal von eins aufs andere Jahr, sondern das hat noch ein bisschen länger gedauert. Ich würde mal so grob sagen 5 Jahre. Genau, das hängt natürlich auch immer mit den Lebensumständen ab und mit den Dingen, ob man jetzt eine neue Stadt zieht, anfängt zu studieren, eine Ausbildung, Arbeitswechsel, Interessen haben sich ergeben. Genau. Also das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Bei mir war das zum Beispiel, dass ich dann ein Studium angefangen habe. Dadurch bin ich in eine andere Stadt gezogen. Da war mein Social Circle komplett unterschiedlich. Also nur noch eigentlich mit Leuten umgeben, die studieren oder studiert haben. Und ganz anderes Mindset unterwegs, ganz andere Verdienste auch, die dann da zur Sprache kamen. Und einfach auch andere Gedanken, die dann halt kommen. Und dadurch haben sich dann halt auch wieder neue Möglichkeiten ergeben. Ja, ist so. Genau. Und nichtsdestotrotz habe ich noch gute Kontakte und gute Verhältnisse zu meinen alten Freunden, die ich auch hin und wieder sehe. Genau. Und das ist auch richtig schön. Also man hat einfach neue Leute halt noch kennengelernt. Genau, ist mit einem ganz anderen Mindset jetzt unterwegs. Und natürlich also für sich selbst immer ein bisschen besser. Und ja, falls auch mal so Gedanken kamen, halt so, keinen Bock mehr jetzt immer über die gleichen Themen zu quatschen und immer mich über dasselbe manchmal sogar aufzuregen. Ja, das ist da halt anders und das ist so schön, das ist so lohnenswert, das da mal sich anzugucken, ja, mit welchen Leuten hänge ich denn so die meiste Zeit ab. Genau, und das ist ja kein Kritikpunkt oder das soll ja auch nicht irgendwie heißen, dass die Leute schlecht sind oder so, die sind einfach in anderen Gedanken unterwegs. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will jetzt irgendwie ein Unternehmen gründen oder so, dann geh doch einfach mal auf so ein Startup-Weekend oder dahin, wo diese Leute sind, die auch dasselbe Gedankengut haben, was du hast. Weil es gibt immer Leute, die auch so ähnlich denken oder so denken wie du. Denn Interessen gibt es nicht nur einmal auf der Welt. Und wenn du vielleicht denkst, du bist der Einzige, dann ist das auf keinen Fall richtig. Ja,
bringt halt viel mehr, wenn mehrere Leute über Sachen nachdenken als du alleine. Da kommst du halt viel schneller, besser voran und die anderen halt auch. Du kannst denen dann wissen, geben, die deins, genau. Und dann geht's halt auch einfach viel besser und viel einfacher. Ihr wisst, gemeinsam sind wir stark, zusammen geht alles leichter, so eine Dinger. Ja, das hat damit zu tun, dass halt einfach mehr Energie darauf fokussiert wird, auf dieses Thema, ne? Und dann ist das halt so, wenn mehr Energie frei wird, dann kann auch mehr geschaffen werden. Ist so. Und man stößt sich halt gegenseitig an, es gibt immer wieder Inspiration. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem größeren Event warst, aber da merkt man das dann auch immer wieder, dass man den ganzen Kopf voll hat mit verschiedensten Gedankengut, weil dann viele verschiedene Leute Verschiedenes immer sagen. Ey, dann ist man so alleine mit seinen Gedanken, denkt so, man ist jetzt so ganz alleine mit seinen Gedanken, dann erzählt man das, trifft man auf so ein paar Leute und dann denkt man sich direkt so, Alter, was ist denn hier alles möglich? Ne? Wenn man so alleine mit so zwei, drei Leuten redet, Junge, was ist hier möglich, wenn wir diese Gedanken weiterspinnen? Und das ist so geil, energetisierend, as fuck. Genau, und das Wichtigste ist auch in diesem Fall wieder, wie in allen anderen Themen, die wir hier besprechen, dass du den ersten Schritt machst und in eine eigene Verantwortung gehst und sagst, ich gehe jetzt mal auf dieses Seminar, ich gehe mal auf diese Abendveranstaltung, ich weiß nicht, wechsle vielleicht mal meinen Job oder ich will noch mal was studieren oder ich probiere einfach mal ein neues Hobby aus, was auch immer, worauf du Bock hast. Und so ergibt sich dann das. Also bei mir war das zum Beispiel einmal so, ich bin nur einmal tanzen gegangen, habe direkt wen kennengelernt und da haben sich dann neue Interessen ergeben. Also es gibt ganz viele einfache, auch kostengünstige alternativen Möglichkeiten, wie du das Umfeld oder zumindest deinen Interessen nachgehen kannst und direkt dein Umfeld beeinflussen kannst. Ja. Und das passiert nicht, also die Leute werden nicht sagen, ja hier, wechsel mal das Umfeld, du sollst dir andere Freunde suchen, weil die wollen ja deine Freunde bleiben. Sondern das musst du aktiv machen, indem du halt dich dann sehr in die Richtung weiterentwickelst, mit den Leuten umgibst, wo deine Interessen liegen und das, was du dann halt auch letztendlich machen willst. Ja, das erfordert ein bisschen Mut. Ja, das erfordert auf jeden Fall Mut, weil die werden natürlich, deine jetzigen Freunde werden sagen, was machst du und warum gehst du weg und oder warum triffst du dich nicht mehr so oft mit uns? Dann musst du das natürlich oder sollst du das natürlich erläutern. Aber das ist nichts Schlechtes und die werden das verstehen, wenn das gute Freunde sind. Ja. Genau, die wirst du nicht verlieren. Ja. Es wird weniger Kontakt vielleicht mal sein, aber am Ende wirst du sie nicht verlieren. Die echten, die bleiben immer. Ist ja wieder hier ein richtiger Real Talk. Warum bringen wir aus der Zentrale? Die letzten 10 Sekunden laufen, es steht 3:6. Ja, moin. Fühl dich auch anders. Es sind 9 Tore gefallen. 2, 1. Ja, wenn ihr Bock habt, mal über das Thema in den Kommentaren zu quatschen, also da reden wir gerne drüber. Genau, da kann sich vielleicht auch selben Interesse finden, neues Umfeld oder auch neue Leute, einfach mit denen man sich online zumindest schon mal austauschen kann. Genau, oder Mut dran zu bleiben. So, wenn Fragen so aus dem Umfeld kommen, was machst du da halt, diese Zweifler halt, die Kritiker, wie man da vielleicht auch gut drauf antworten kann oder wie man damit am besten umgehen kann oder einfach dann wieder Mut zusprechen, weiter dranbleiben, weitermachen, du bist auf dem richtigen Weg, so. Sowas, das hilft immer. Das hat mir immer viel geholfen in so Zeiten. Ja. Genau, das ist auch ein richtig guter Abschluss jetzt fürs Video. Also, tauscht euch aus in den Kommentaren, gebt dem Video ein Like, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn euch das Video gefallen hat, wenn nicht, dann auch. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.